Hey, hallo und wunderschönen guten Abend. Freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Heute leider ohne Alex Eggers, aber wir haben trotzdem ein volles Programm. Und neben mir, nicht ganz glockenklar, aber auf glockenklarer See, Mr. Power Magics, Andreas Schlüter. Ich grüße dich herzlich, Andreas. Ja, hallo Ragnar. Nach wie vor ist es sehr schwierig zu verstehen. Ich bin hier mitten auf der Ostsee zwischen Göteborg und Kiel und habe schon das teuerste Paket, was es gibt hier, was Satelliteninternet angeht, gekauft. Aber anscheinend reicht die Bandbreite nicht ganz. Wir haben zu viele Gäste hier auf dem Schiff, die alle das Wi-Fi nutzen. Von daher, ich hoffe, dass ich so ein bisschen was mitbekommen kann. Ansonsten ignoriert mich einfach. Wir machen so weiter. Okay. Eine kurze Frage zum Anfang. Wir haben heute Joao Ferreira bei uns, werden Englisch sprechen. Sollen wir von Anfang an auch Englisch sprechen oder erst, wenn ich mit ihm dabei bin? Gib mir bitte mal ganz kurz in die Kommentare Feedback, ob Deutsch in Ordnung ist oder Englisch. Should I start speaking English at the beginning or just when we have the interview with Joao? Please let me know, otherwise I can switch immediately to English. But first of all, thank you for joining here. Who is joining us? Angela, welcome from Bielefeld. And yes, Tomislav, you are somewhere in the backstage. Yep. Thorsten, hi, good to see you. Guten Abend. Auch ins kleine Saarland, Matthias. Gucken, wen wir noch dabei haben. Hubert ist dabei. Hubert möchte Deutsch sprechen. Tobias möchte in Bits und Bytes sprechen. Oliver wieder aus dem wunderschönen Lauda, Königshofen. Hallo Thomas, dann haben wir Ferdi dabei, schön, dass du wieder dabei bist. So, okay. So, at the moment we don't have anybody who forces us to speak English in the very first minutes, but we are going to switch very, very soon when we have Joao here. So, the plan for today is we have two major topics. One, we talk about the brand new book about modern Microsoft lists, together with Joao Ferreira and René Modary. With René, I could actually talk in German, but I'm very, very excited that he went up from his bed. It's now 3 o'clock in Singapore and we have René also here. So Joao is joining us from Portugal and René from Singapore. So we have great guests. And then at the second part of the show, we're going to have Tomislav Karafilo here, who is solving, together with Andreas, one of the most difficult community cases easily with the Power Platform. So full program here. Happy to have you all here. So Andreas, hallo Sascha. Okay, let's kick off and start with the first major point, which is our ref. So the raffle prize, we are going to have a wonderful book. We are going to talk a little bit later about it, but let me just share my screen for 1 second. This is our raffle prize, the book from René and Joao, Hands-on Microsoft Lists, Create Custom Data Models and Improve the Way Data is Organized Using Lists in Microsoft. And the way how you can win is you just need to scan this little QR code. Also zum Gewinnspiel einfach nur ganz oben hier mal kurz scannen und dann gewinnt ihr hier dieses Buch hoffentlich rund um Microsoft List. Ihr seht, das Buch ist nicht ganz günstig, $45 kostet es hier, von daher toller Preis. Danke heute an den Verlag. Okay, ihr könnt euch das screenshotten, da habt ihr es dabei. Dann würde ich sagen, starten wir mit unseren Gästen. Auf geht's. So, Andreas, du hältst noch gut durch, sehe ich gerade, deine Verbindung ist stabil. Okay, so you are, Andreas, can you still hear us on the open ocean between Sweden and Germany? Okay, anyway, let me add to my screen Joao Ferreira and René Modary. Hey, welcome, guys. Hey. Good to see you. Hi, good evening. So, Joao, you are living in Portugal? Yeah, I'm living in Portugal. Which area? Which city?
In Porto, in the north of the country, very beautiful city, and really nice weather and food. That's exactly what I would like to hear, because I'm flying next week to Portugal. So first, on Saturday, I'm going to spend 1 week in Spain, and then I will have a fly from Barcelona to Lisboa, and then spend 1 week in Faro. So one week in Portugal. I cannot wait for it. So we're going to have our Alex and Ragnar show streaming from Portugal in 2 weeks. Super. That's good. Let's jump over the ocean. René, you are, I already told everybody where you live. Please also introduce yourself. Yeah, so my name is René Modery. I'm in, as mentioned, basically I'm originally from Germany, but I live here in Singapore, where we've also got very good weather, we've also got very food, but we're a bit further away from all of you right now, so not so easy to come over directly and spend some time here right now, but yeah, hopefully at some point again. And currently it's now 3:07 in the morning. Is it right? Correct. Yes. That's amazing. Yes. Yeah. So that is definitely the mindset we love to see. No, that's very appreciated. Okay, what is your role when you don't write books about Microsoft lists? What do you do for a living? I've got a very long job title, but in short, basically, I work for a very, very large organization and I work as the APAC guy for Office 365 and the Power Platform. So anything that comes that in my organization is related to Office 365 or the Power Platform and is basically located here within Asia Pacific, be it any initiative or project, I'm then the guy that people should talk to or get involved with just to get further guidance or get me inside whatever they are running and help me, well, whatever they're doing, basically help me support them. Great, super. And Joao, you also have a bread and butter job next to your book. Tell me more about what you do. Yeah, so I'm a technical lead at Bizy, and this means that I'm responsible for all the new things related with Microsoft 365 environment, and I'm also in charge of the R&D. Department. So I'm often testing things like Microsoft Lists and now Microsoft Viva when they are still a small thing inside of the Microsoft 365 environment. We try to incorporate those things into the product. Yeah. Short feedback to Andreas. Andreas, we can hear you, but you cannot hear us. So I can hear your voice clearly. Yeah, just as a feedback. Yeah. Very nice, Joao. Maybe I'm going to ask your colleagues in Barcelona to have tapas. So the last time when I was there, I was having tapas with Jordi and Ritze. Yeah, so this was very, very nice. So go there. The guys are still there. Yeah, exactly. Awesome. So before we, okay, no, let's start here with your book and see a little bit, you know, the bit of table of content, and then after we've talked about the book, then we go into the meta level and talk about how you have written this book. So first, let's have a short look into the table of topics, and then we talk about how you've written the book, because that's one of the most interesting things, how you created it. So the book starts here, getting started. And that's also here very interesting. Please walk us a little bit through the chapters. Yeah, so before you start scrolling down, the book goes, and the main goal of it was to produce something for all types of users. So it starts for the users that never heard about SharePoint lists, that are not part of the SharePoint world, and really want to go into the Microsoft list. So it starts in the very basic concepts in the first chapters, and then it ends up in the more technical things, more directed to administrators or developers that allow you to extend the book. So it covers all the profiles in the Microsoft 365 environment. Mm-hmm. So the idea is really that anybody can jump in and start reading that book. So obviously, if you're extremely experienced with SharePoint, if you've got a decade of experience working with SharePoint, etc., so you know SharePoint lists, all good. So you might be able to skip, for example, the first few
the first chapter or so, but even in the second chapter, there might be something that's new then for you that you could learn from. For example, then how do you create a list from an Excel in the new modern interface, etc. And then moving forward to the later chapters, then we're just building on previous experience and adding more and more functionality in what is getting built. So how do you then collaborate with others on lists? How do you make sure then that other people can get notifications, etc.? How do you create views then? How do you then make your list look nicer? And you can see then basically that the idea is then, yeah, you start simple, but then you make things much nicer, much better. You get more value out of whatever you are trying to do with it. And really, yeah, the goal in the end is then you bring people to a point where they understand, yes, there are a lot of possibilities here with Microsoft Lists, and you get the overview of all those things that can be done. So not just taking a list and storing some data in there, but then taking your list and make it look much nicer so that when somebody opens it, they don't just see that standard grid layout, for example, but they might see a nice formatted view with information. There might be a flow running in the background, and that happens whenever a new list item gets created and emails get sent, all those kind of things, then is what we are basically working towards to. Nice. So yeah, that's really easy. So everybody with zero experience in lists, so somebody who has never heard lists can definitely use the book and create a list, a blank list, or based on excellence on using an Excel import. So zero knowledge is required, and then also, you know, the technical, more advanced people can then go deeper, starting in chapter 6 with customizing here with JSON and so on, and yeah, advanced formatting. So there is the simple formatting and also then the advanced JSON one. Yeah, the good thing about formatting is that it's not just for people with development skills or that know how to read JSON. Lists also take into consideration that not all the users have this kind of knowledge. And there's an awesome graphical user interface that has getting more and more features, so users can easily change the way data looks like based on conditions. They can decide what to show and what not to show based on conditions, and to create views and things like that without writing a single line of code. And this was something that if you went in the past, if you went to database with SQL or MySQL or something like that, it required a lot of knowledge to build something like this. You would be able to build something similar to this in Excel, but then it wouldn't be available or broadly available as lists are inside of an organization, simply because it was a file and it was not shared publicly in the web. So this part, this customization area, is where things start really getting interesting, and it's the place where I think, and from what I've seen, where people really fell in love with lists, because they can easily transform the data they already have in the tables into something else and more meaningful. Wonderful. And there's also here a nice chapter around how to use Microsoft Lists with Power Apps. So many different ways how you can get data into lists, how you can visualize and show data in lists. So that's very example. Here, there's a chapter around learning by examples. You know, where did you get your examples from? What was your leading source of inspiration around examples? Well, I can start by the ones that I've included in the books. Mm-hmm. Some of them were purely imaginations. There's one that has a weather web part built with an automation. And the web part for who don't know is a component inside of SharePoint, and it was built exclusively with lists and a Power Automate flow that updates the weather daily and displayed with a nice JSON formatting inside of SharePoint. So this was pure imagination, and that became a reality. Others are things that I use in my day-to-day job, or I use to manage my assets around the office and things like that. And those were more real-world scenarios. Great. That means that you're also using lists in BZ internal, or are you
use lists and BZ in the product, maybe both? Yeah. So we use lists internally at BZ. We have automations on top of lists. We have lists where people go and write things that need to be done. And then there are automations that either approve or reject things or post the new entries directly to Microsoft Teams. So the content from lists gets broadcast to the users that really need to see it without the need for them to go directly to the list. So it's an awesome tool, not just to store data, but also to propagate data across the organization. And we are doing this internally at BZ. And this is something that also other companies can take advantage of to propagate information inside the organization. Okay. What are your main quick wins when using List to write your book? You know, you could also use other tools, you know, Word or OneNote or Planner or whatever. What are your main benefits, you know, when writing this book, when writing a book about lists and using lists to write it? You're the first person I've ever met on this planet who wrote a list, who wrote a book using lists. Yeah, so if you don't mind, I will share my screen, and yes, I think Rene will not be worried about what I will share because I will share it. Yeah, okay. By the way, I should send kisses here from Alex Eggers. He cannot join. He's on an internal strategy, but he sends kisses to us and to everybody who is listening. Yeah, please. Wow. All right, so we actually used lists to write the book about lists. In the beginning, we had two different lists. One where we were keeping track of the new features being released, because when we first started thinking and planning about the book, lists was still a baby. Was a brand new product in the Microsoft ecosystem, and there were a lot of things that were not publicly available or announced. There were things that were in the roadmap, and we had to keep track of those things while we were writing. On the other end, we also had to keep track of the book schedule. So we defined the outline, was the first thing that we did. That was done in Word, but then that Word became this list with formatting, with comments, with conditions. And as you can see here, there are a few chapters that were not marked as delivered on time. And actually, we were keeping track of what was being delivered using this list. And what was cool about it was that this was also shared in Microsoft Teams. And we have together in a team, me and the reviewers and the technical people from PAC that were working also in the book. And we were all together in the same tenant, and we were all consuming this information from a central location that was being updated in real time. So everyone was able to access this from a central location. That's a very important thing, because otherwise you would collaborate well with René, but then on the other hand, you would go into the old-fashioned style of sending attachments here to the publishing house. Yeah, so that's very, very good to have externals included. And that's an important thing here, actually, that we had that central location that we always used for anything that we had to do as part of our collaboration. So we used a list, obviously, to track where we are right now, what needs to be done, all those kind of things. We tracked what are Microsoft roadmap features that are coming very soon that we want to write about, but unless they're actually published then and live, then we can't do it yet. So have to keep track of that and potentially revisit our chapters again. But obviously, then there were also other things in the back end and that were not lists related directly that helped us here. So setting up, for example, a team that we could even use to communicate, or also then to obviously store our
our documents, our chapters, etc. That really helped them a lot. And in the end, you might also wonder, okay, what you see here right now, for example, the book schedule, isn't that something that you could have done in To-Do or Planner or something like that? So again, there are obviously many ways how things can be achieved, many different tools that sometimes bring you to the same point at some point. But our goal here was really then, we're writing a book about lists. So obviously, we're trying to use lists as much as possible in the end. Okay, super. And what about things, you know, like rules and so on? Did you use rules to write your book, or was it more like, you know, like straightforward classic lists? Or not classic, but, you know, modern lists, but with all these fancy rules and poor automate integration? I think we didn't really use rules so much in our case, simply said, because we are very few people and there was a lot of separate communication going on. So obviously that meant that we didn't just rules to say, okay, we want to send, for example, a notification out if a chapter is overdue, or send a notification when, there's been a change to a chapter. It could have been done, but on the other hand, obviously, then we send out that communication via email, via Teams, or other ways anyway. So, it would have been just an extra effort and an extra way of communicating information that we are already communicating. So it wasn't done. But yes, it would have been something that where, in the end, obviously, that's something where lists really shines here, so that you can actually set up new rules, for example, and say, when a certain column changes only, then send a notification. So not just when, in the good old SharePoint days, in SharePoint, this classic, you could have said, yeah, give me a notification whenever an item changes, which is good, but you don't always want to get all those notifications when somebody, for example, changes a title, or in our case, for example, maybe change the writer briefly or something like that. Maybe we really just want to track when a specific date within our list here changes. And that's impossible with rules easily. You specify easily, notify me when the final draft's deliverable date changes, for example, so then, we made an update there. And that's then the good point, that I don't get all the notifications about all the changes, but really some very targeted information again. Yeah. And so here I have to answer a few questions here in the chat. Heino, so Alex is currently Alex ist nicht hier heute Abend, sondern er ist gerade auf einem Firmen-Event. Wir sprechen heute Englisch und es geht um Microsoft Lists, um kurz Heino abzuholen. But one more questions here to our audience. Any kind of lists question can be asked now. So this is now the perfect time. Ask Joao and really anything about lists. So this would be definitely the perfect time. And hey, Stephanie, so great to see you in Munich on our tour. By the way, the meanest question what I could ask you is, I'm going to ask you now, please excuse me, would you ever use lists again if you would write your next book? Or you say, nice experiment, but my next book about, I don't know, Tiefen und Sharpen, I'm going to write with another tool, but I'm not going to use lists again. I will use it. I use it every single day. So I'm looking forward to continue to use it and to get more and more features on top of this platform, and hopefully Microsoft will take it to a whole new level other than what we know now. That it's technically it's an evolution, and it's now getting the same old features that we had in the past with the classic SharePoint list templates and things like that. But I really hope that Microsoft makes those kind of things easier, and I'm looking forward to continue to use them and to explore all the potential this platform brings to the Microsoft 365 ecosystem. Great. Did you get some surprises which you didn't expect when writing this book? Where you said, listen, this is something I never imagined about Microsoft Lists. Some super surprises.
Nothing for me, but obviously the good thing is that we're trying to write about something and then Microsoft suddenly announces that they're going to put in something brand new into list and you realize, okay, you're not writing fast enough because Microsoft is much faster in basically innovating and putting out some new functionality and features. So we're taking some screenshots, we're writing some text and Microsoft suddenly announces, yes, there's something brand new and we're going to change this and then it's coming and you realize, okay, you have to redo all the work again that you did. So again, relying on something that is available right now and thinking it's going to be exactly that working the same way in a month's time or 2 months' time might actually come then to the point and realize, okay, it's always getting better. So you're always getting a bit surprised by a new... Yeah, again, a new feature that's suddenly there or something that was a bit troublesome before, but now got improved again. Yeah. Some question here from Mr. Power Magic. He's currently, he cannot talk, but he's sending me here. He questions, do you have any tips for getting started with list formatting? You know, what features do you really miss in this? So, you know, what's a good thing to get started with list formatting? Maybe your answer would be by our book. Yeah, definitely. That will help. There's a lot of JSON here inside of these pages, so that will definitely help you to get started with that. But in reality, you can easily start working with formatting without knowing much about the formatting. So my suggestion would be to start with the graphical user interface, and then have a look to what was the produced JSON behind the scenes and evolve from that. So that's a great way to start. So you will get familiar with that. And then once you get comfortable with it, definitely recommend it to go and have a look to the schema to be aware of all the options. And in the book, we explain pretty much all the available options and how to use them. With formatting, with conditions, and how to transform and how to present data in a different way than the one Microsoft displays by default. Nice. Next question. Matthias Bender is asking, what are your killer features you would redo classic SharePoint list ever with list? Are there some things? I have one. I don't know if you want to go first, René. Yeah, I would again mention the rules that we just talked about for a second. But obviously, there are a lot of UI-based improvements that we talked about earlier, which I'm also tempted to say those are also then the killer features that would make me consider moving from a classic-based list to a modern list. And I would say the list templates. So list templates were gone for quite a long time since modern SharePoint arrived. Well, technically they were not gone, but Microsoft was not encouraging users to go back to the classic templates, and now they are back with Microsoft lists. They are not quite there in terms of functionality. There's not feature parity between what we have now and what we had in the past, but we are getting there. And from the moment Microsoft releases everything related with templates, it will be so easy to create lists and to duplicate lists and create things with certain rules already predefined and with formatting already in place that the users will be just mind blown with everything they can do with just a single click. Nice. Another question here from Uncle Hotter. Did I understand it right that lists can act as a bridge between teams through flow, like specific data from one department gets published in another department's team? Yeah, that is a possibility. And we explore these kind of things also in the book. So As one of the pieces of the Microsoft 365 environment, so everything related with the ecosystem can navigate from one platform to the other or from one application to the other. And this is the case. So you can easily create a rule, go through a flow, and then if
a certain condition is met, then post it from one team to the other and access the list directly from the context of a team or a department or wherever directly inside of Microsoft Teams. Okay, super. I think we don't have any more questions. Last look here into the book. So please also support your local book dealers. So I'm aware that I'm showing here an Amazon page, but please go on and buy it in your local store. That would be appreciated. It's available here as a Kindle and also as a paperback. So that's important to mention. Would you like to add something else, René and João? Something which is very important and you cannot wait. Otherwise, can't think of anything at 3:30 right now. Sorry. So I would like to to give you to let you back into your dreams and sleep. Very appreciate, René, that you were here and woke up so early in the middle of the night. João, you are in our. Are you actually in our time zone? No, you are one hour behind. 1 hour behind, exactly. Yeah, I'm going to get used into the time zone in 1 week when I'm flying to Lisboa, and I cannot wait. So I'm so excited to be back in Portugal after. I think I was in Portugal when I was 18. So it's 30 years ago. Incredible. Well, it's a completely different country. Exactly. Yeah, I can't wait. Last question from Oliver here. I love lists. Currently, just transformed a web form into a list, and from there start a few flows, and we have a certain group of people, a PowerPoint viewer. Yeah, that's a PowerPoint, a Power App, of course, a PowerPoint, Power App. Yeah, that's also something what I would like to know more. Maybe we have more chances in the future to talk about the way how to consume a list using Power Apps. That's also a very nice topic what we haven't talked in the past. So thank you, for joining our show. Very appreciated. Let's see if Mr. Power Magic has better coverage. No, but I'm going to get another guest right on stage. So thanks for joining. You can stay here until the end, and then we bring you up on stage. But if you would like to go back to bed, then just close the browser and you will be off, and you can rest. Yeah. Thanks for being here. Yeah, thanks, Ragnar. Thank you so much. So we have now a new guest here, and this is a well-known guest. I'm going to switch here to German. Tomislav Karafilo, also known as Tommy. Tommy, ich freue mich sehr, dass du wieder bei uns bist. Hallo, guten Abend in die Runde. Hallo Ragnar, danke für die Einladung. Immer gerne, wir freuen uns immer sehr, wenn du da bist. Heute wirst du auch einen ganz spannenden Fall lösen, aber bevor du hier etwas lösen kannst, stell doch einfach nochmal dich in der Runde vor, wer du bist, wie du heißt und was du hier im Fernsehen machst. Ja, mein Name ist Tomislav Karafilov. Ich war ja schon Gast in der allerersten Alex und Ragnar Show. Da ging es doch um das Thema Microsoft Stream und Videos und so. Aktuell oder in dem heutigen Teil soll es um das Thema Power Automate gehen und einen schönen Community-Fall, den ich mit Mr. Power Magic bei Twitter so ein bisschen auseinandergenommen habe und wo wir dann gesagt haben, Mensch, das wäre doch was, komm doch mal mit in die Show. Ansonsten, ich bin Microsoft MVP für den Bereich Business Applications, also alles rund um Power Apps, Power BI, Power Platform, Power Virtual Agents, überall, wo Power vorne dran steht. Hervorragend, genau, sehr gut. Ja, dann lass uns gleich mal in deinen Fall halt reinspringen. Genau, was ist uns hier uns schon vorbereitet? Genau. Sieht schon gut aus. Ihr habt das vielleicht schon mitbekommen, dass ein paar Artikel so durch die durchs Internet geisterten oder auch bei Twitter rumgeisterten, dass Leute zum Beispiel in Teams den Status gesetzt haben über ein Power Automate Flow. Und ich habe da ein bisschen was ausprobiert in Verbindung mit dem Location Trigger. Also es gibt in Power Automate einen Trigger, den man verwenden kann, wenn man einen bestimmten Bereich betritt oder verlässt. Oh, Mr. Power Magic ist da. Ah, sieht sogar gut aus. Und ich höre euch. Ich höre euch laut, klar und deutlich. Ich wäre verrückt. Sensationell. Grüß dich.
Läufst du gerade in den Hafen ein? Hi. In Kiel? Dauert noch ein bisschen. Nur, nee, aber ich weiß nicht, vielleicht musste die Verbindung erst nach Brasilien und zurück oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber okay. Jetzt bin ich da. Jetzt höre ich euch. Laut, klar und deutlich. Ist ja toll. Genau. Wunderbar. Hallo. Du grätsch immer dazwischen. Wir haben da ja so ein paar gemeinsame Anwendungsfälle auch erkannt, die man nutzen kann mit der ganzen Geschichte. Bevor ich einsteige, noch ein bisschen was. Ragnar hat es ja eben schon gesagt, ich soll was zu mir erzählen. Ich bin auf der einen oder anderen Community auch unterwegs. Viele mache ich mit meinem Zipfel-Zwilling, dem Stefan Riedel, zusammen in Hannover. Die Microsoft Collaboration and Cloud Community, natürlich auch ein bisschen was zu Power Platform User Group. Mit ein paar anderen Leuten aus der Community haben wir zusammen die Communities for Future gegründet, wo wir gucken, was können denn Communities für einen Beitrag zu CO2-Emissionen und zu Umweltgeschichten machen. Und die Community-Fundgrube, Komfu, mit Michael, Thorsten und auch mit Stefan zusammen. Also von daher, Community ist ein großes Thema und genau so ist auch dieses Projekt entstanden. Ich gehe mal ein bisschen zur Technik. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, es gibt einen Power Automate-Trigger, also einen Auslöser für einen Flow, der darauf reagiert, dass man in einem bestimmten Radius zu einem Standort drin ist. Das funktioniert so, dass ihr auf dem Handy die Power Automate App braucht, dann entsprechend im Browser die Power Automate, den Flow gebaut habt, diese auch auf dem Handy ankommt, ihr auf dem Handy die Localization Features enabled habt, sodass Power Automate auch feststellen und abrufen kann, wo bin ich denn jetzt gerade, und eine Internetverbindung wäre nicht schlecht. Und wenn das alles so als Vorgaben denn da ist, dann geht es los, dass man in Power Automate, und das werde ich gleich auch nochmal zeigen, eben einmal hingeht und sagt, hier müsste das Brandenburger Tor sein, was ich hier ausgewählt habe. Hey, in dem Radius von 36 Metern um das Brandenburger Tor detektiere doch mal, wenn ich den Bereich betrete, dann wird ein Flow ausgelöst, und zwar mit einem ganz bestimmten Triggerzeichen. Da wird nämlich ein Wert geliefert, der Transition Type, der dann 1 ist, der signalisiert, es wird ein Bereich betreten, und dann gibt es, wenn man den Bereich verlässt, wieder einen Trigger im Flow, der eben auf dem Handy mit dem Handy ausgelöst wird und dann den Flow anstößt. Ausprobiert habe ich das mit einem iOS-Gerät und mit einem Android-Gerät, also funktioniert in beiden Welten sehr gut. Das Ganze wichtig ist, dass eben zum Verwenden dieses Standort-Triggers in dem Environment, in dem ihr drinne seid, die experimentellen Features aktiviert sind. Wenn diese aktiviert sind, aktuell noch zumindest. Genau. Man sieht das so ein bisschen, wenn man nämlich dann den Trigger hier oben, man kann ja einen Flow anlegen mit einem x-beliebigen Trigger, SharePoint, wenn ein List-Element generiert wird oder sowas, löscht den Trigger dann. Das, was man dann bekommt, ist dieser Suchdialog, den man aus Power Automate kennt, wo man sich Konnektoren angucken kann und kann jetzt nach Triggern suchen. Und wenn man dann Location eingibt, bekommt man hier diesen Location-Trigger, so ein bisschen wie so eine Nadel dargestellt, wie man es kennt, unten auch gekennzeichnet mit dem Wort Preview. Also das ist ein Preview-Trigger. Ich sehe gerade, das ist gar nicht so gut zu sehen, aber es ist ein Preview-Trigger, und wenn ihr den dann aktiviert habt, dann ist der Trigger quasi bei euch mit drinne. Und was kann man jetzt damit machen? Eigentlich kann man damit alles Mögliche machen, was Flow einem so zur Verfügung stellt und für Möglichkeiten bietet. Unter anderem den Teams-Status zum Beispiel zu setzen. Und das ist gerade etwas, das vor ein paar Tagen und Wochen hier wirklich durch Twitter ging, wo man doch den SharePoint-HTTP-Connector, denkt dran, der ist Standard, das ist ein HTTP-Connector, der nicht Premium ist, wo man den doch dazu verwenden kann, um den Teams-Status zu setzen oder auch die Teams-Status-Meldung. Ich habe hier rechts in dem Bild mal gezeigt, was man dafür machen muss. Und dann gibt es natürlich jede Menge andere Anwendungsfälle, dass man eben hingehen kann und kann sagen, mach mir doch mal einen Eintrag in eine Liste, das ist wie Teams, Team und so, ne? Also in eine Liste, ich bleibe da trotzdem dran hängen, und protokollier doch mal, ich habe folgenden Standort denn betreten. Oder man geht hin und sagt, ach, vielleicht wäre das ja gar nicht schlecht, wenn ich um das Büro herum so einen Radius aufspanne und dann sage, hey, heute bin ich mal im Büro. Dann gibt es vielleicht einen Eintrag in der Covid-Anwesenheitsliste inklusive des Änderns der Teams-Statusmeldung, in der drin steht, hey, heute bin ich im Office.
Man kann das Ganze auch mit Hardware kombinieren, falls man denn sowas hat und sendet vielleicht der Kaffeemaschine das, oh, starte doch mal, lauf doch schon mal los oder fahr die los, hoch oder runter, je nachdem, was denn bei euch so möglich ist an technischen Geschichten. Und was eben aus dem Netz auch kam, war eine spannende Geschichte, dass ihr vielleicht mit euren Kollegen den aktuellen Spotify-Musiktitel dann teilen könnt oder irgendwelche anderen Geschichten, die gerade nun mal da sind und nutzbar sind. Mir fällt da doch spontan ein Fall ein, was wäre denn, wenn zum Beispiel die Frau vom Einkaufen nach Hause kommt und automatisch bekommt man die Nachricht auf sein Display, dass sie jetzt diesen Radius sozusagen erreicht hat. Man hat nochmal genügend Zeit, schnell aufzuräumen oder. Ja. So, ich poste mal in die Kommentare rein den Link zu dem Spotify-Posting von Lorian Strand aus Australien. So, dann habt ihr den auch hier nochmal drin. Das war so in Kombination mit Teams, Statusmeldungen und. Das hat mit dem Location-Trigger, glaube ich, jetzt weniger zu tun. Aber wie gesagt, das sind einfach so Anwendungsfälle, die man sich überlegen kann, die man damit einbaut. Und ich glaube, ich verlasse jetzt mal die... Ganz kurze Frage noch. Es kam noch was auf von Birgit Hesselmeier. Die Frage ist, kann man das unter dem Stichwort Geofencing laufen lassen? Ja, ist Geofencing. Das ist der Begriff Geofencing, genau. Ich baue nämlich um meinen Standort herum einen Radius auf und in diesem Radius ist dann der entsprechende Trigger verfügbar. Ich habe hier meine Frage noch, ganz kurz nochmal hier, Henning hat noch drei Fragen. Erste Frage, ist der Radius von 36 Metern vorgegeben oder hast du den irgendwo definiert? Ich klicke hier mal auf Triggerregion bearbeiten. Der Radius ist jetzt auf 19 Meter und je nachdem, wie weit ich hier rein oder rauszoome, ändert sich der Radius auch. Also ihr könnt dann gucken, dass ihr quasi den Kartenausschnitt verschiebt und je nachdem, in welcher Zoom-Stufe ihr euch dann befindet, ändert sich der Radius. Prima. Kann der Trigger auch innerhalb einer Power-App ausgelöst werden? Nein. Tolle Fragen hier, super. Ja. Kann er nicht, der ist gekoppelt an die Funktionalität der mobilen Power Automate App, weil die ja auf dem Handy immer wieder den Standort trägt und dann, wenn sie einen Flow hat, der quasi matcht, dann den Flow entsprechend auslöst. Mega, genau. Ich glaube, wir sind hier schon mit dem Beispiel sehr, sehr zufrieden. Ein Wunsch ist ja noch, den ich noch einreichen möchte, dass der Kaffeeknopf, darauf wartet Henning schon seit Jahren, leider ist der Automat bei ihm nicht smart. Da gibt es so ganz tolle kleine Geräte, die kann man ansteuern. Die haben dann so einen kleinen Schalter, der macht dann wirklich so. Also, das ist der Wahnsinn, was es da alles an Hardware gibt. Also, ruhig mal durchs Internet durchgehen, gucken. Ich habe selber zum Beispiel, den habe ich jetzt gar nicht hier. Ich habe so einen Flick Smart Button, mit dem kann ich auch Flows anstarten. Davon könnte man sich ein paar auf den Tisch kleben und sagen, so, ich bin jetzt da. Oder man könnte die sich sonst irgendwo vor dem Besprechungsraum kleben, so nach dem Motto, ach, wenn ich hier drauf drücke, ist der belegt, wenn ich da drauf drücke, ist er nicht mehr belegt. Das Ganze gibt es ja auch mit Displays und mit verschiedenen Sachen. Also Hardware gibt es schon viel, die man auch... Oder NFC müsste auch gehen, oder? Dass ich quasi mein Handy auf so einen NFC-Aufkleber drauflege und dann einen Flow halt antriggere. Das ist eine relativ neue Funktionalität, die funktioniert auch, ja. Okay, spannend, ja, weil es gibt wirklich viel, das ist wirklich, also einfach geht es gar nicht mehr. Ich musste wirklich nur das Smartphone, muss halt NFC haben und dann einfach drauflegen. Also simpler kann man das sich dann nicht lostreten. Genau. Prima. Aber genau, fahre gerne weiter fort. Aber bleibt bei uns. Ich zeige euch das nochmal. Power Automate Einstellung, experimentellen Features an, ist wichtig, sonst kriegt man den Trigger hier oben nicht. Wenn man dann weitergeht, nehme ich mal den ersten Trigger hier, die erste Aktion, die ich danach gebaut habe, neben dieser aktuelle Zeit holen. Ich weiß nicht, wer das von euch macht, aber ich brauche dieses aktuelle Zeit relativ oft und zwar immer am Anfang von einem Flow, weil ich dann nämlich bei weiteren Schritten, die da drunter kommen, nicht den dann gültigen Zeitpunkt haben will, sondern ich will dann wissen, trage ich etwas in Liste A ein, in Liste B, schicke ich irgendwas irgendwo hin, dass das immer den gleichen Zeitstempel hat. Also erfasse ich einmal die aktuelle Uhrzeit und kann sie dann überall verwenden. Was es jetzt teamseitig gibt, ist wie gesagt die Möglichkeit, sich den HTTP-Trigger Richtung SharePoint zu holen, dann im benutzerdefinierten Wert hier oben Folgendes einzutragen. Ich bleibe mal nicht so lange hier drin stehen. Ihr könnt euch ja in der Aufzeichnung später das Ganze im Standbild nochmal angucken, was da drin steht.
ich glaube, es wird aus der einen oder anderen Blogartikel dazu schreiben. Von daher, guckt da rein. Also das wäre die URL. Dann ein HTTP-Put an den Endpunkt Force Availability. Und dann gibt es verschiedene Stati, die man setzen kann. Nee, Status, die man setzen kann. Available, Visits, Do Not Disturb und so weiter und so fort. Und die haben relativ schnell dann eben Einfluss auf den Status, den ihr in Teams habt. Ähnliches funktioniert auch mit der Teams-Statusmeldung. Auch da gibt es eben einen oder den gleichen Endpunkt, den Präsenz-Endpunkt in Microsoft oder von Microsoft für Teams. Da heißt es dann Meet Publish Note und der akzeptiert dann eine Message, nämlich die Meldung, die drinne stehen soll und ein Expiry, was oben eigentlich auch akzeptiert ist. Da müsst ihr so ein bisschen im Internet mal nachgucken, was es da für Möglichkeiten gibt. Und wichtig ist eben jetzt, wenn man wissen will, ob man betritt den Bereich oder ob man den Bereich verlässt, dass man eben da auf eine versteckte Eigenschaft triggert, nämlich auf Trigger Outputs, Klammer auf, Klammer zu, eckige Klammer auf und dann diese einfachen Tüdelchen, Body slash Transition Type. Das wird euch nämlich nicht angezeigt, wenn ihr hier einfach draufklickt und sagt, hey, zeig mir doch mal, was ich hier für Möglichkeiten habe. Dann kriegt ihr den Breitengrad, den Längengrad, den Radius und das war's. Der Trigger wird oder bietet in der Oberfläche nicht alles an, was er denn an Infos zurückliefert, ist ja auch ein Preview-Trigger. Noch mal eine Frage zu den Standorten hier von Henning. Können die aus anderen Datenquellen auch abgerufen werden, diese dynamischen Standorte? Nein, das geht nicht. Also ich kann nicht hingehen, einen Flow bauen und sagen, triggere bitte auf mehrere Regionen. Wenn ich verschiedene Regionen habe, die ich benutzen will, dann muss ich mir pro Region, pro Standort einen eigenen Flow bauen. Mhm. Okay. Gut, die anderen beiden hier umgesetzten Geschichten sind relativ Standard. Ein SharePoint-Element erstellen, auch hier einfach in eine SharePoint-Liste Werte eintragen. Das könnt ihr euch ja so designen, sage ich mal, wie ihr es braucht, oder in eine Lists-List, das hier oben ist, eine persönliche Lists-List, weil sie in meinem persönlichen Bereich liegt, also im my.sharepoint.com. Und das zweite hier unten ist eine Liste aus einem Microsoft Teams-Team, beziehungsweise aus einem dahinterliegenden SharePoint, wo etwas eingetragen werden kann. Und wenn man das Ganze dann mal laufen lässt, und ich gehe nochmal raus, weil ich habe mir gerade eine Formel zerschossen und mache das eben nochmal, habe ich hier oben in Teams meinen aktuellen Status als offline gekennzeichnet und keine Statusmeldung. Und wenn ich, da ich hier bei mir bin und gerade nicht mit meinem Handy durch die Gegend gehe, werde ich hier mal einen bereits ausgeführten Lauf nehmen, den hier unten, und den nochmal durchlaufen lassen. So könnt ihr den dann testen. Also ihr müsst schon einmal wirklich mit dem Handy auch da gewesen sein, wo ihr wart, falls ihr das denn dann testen wollt. Die Schritte werden hier alle durchlaufen, so wie es Power Automate Flow technisch üblich ist. Und wenn ich dann hier rüber gehe Richtung Teams, kann es jetzt sein, sollte eigentlich auch so sein, dass sich das refresht. Wenn es das nicht tut, drücke ich hier mal auf Refresh im Browser. Man ist ja ein bisschen ungeduldig bei dem Ganzen. Und siehe da, der Status ist geändert auf verfügbar und die Statusmeldung ist hier eingetragen. Ah, das Ganze ist noch nicht ausprogrammiert. Hier steht noch eins drinne und nicht Enter oder Sie haben das Office betreten und. Das sind dann alles Fleißaufgaben, die kann man bei der Umsetzung machen. Klasse. Sehr, ja. Sehr, sehr cool. Also ich gerade die Kommentare zeigen, also wie gut dieser Fall hier ankommt. Ferdi ist auch hier ganz begeistert. Das freut uns sehr, dass diese harten Anforderungen hier so leicht gelöst werden können mit Power Automate. Klasse. Wo würdest du das? Ich finde das total Beispiel, klasse. Das zeigt. Bitte. Andreas. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich gut zu verstehen bin, aber ich finde das total klasse. Gut, ja. Das zeigt mal wieder, wie toll auch Community zusammenarbeiten kann. Als ich gelesen hatte, dass Tommy halt quasi die Idee, den ich heute präsentieren wollte, quasi schon gemacht hat, macht es ja auch Sinn, wenn er das direkt präsentiert hat. Also super, super Fall mal wieder. War quasi schon auf meinem Füller, nur noch nicht auf Papier. Von daher habe ich mir die Arbeit gespart und herzlichen Dank nochmal dafür, Tomislav. Sehr gerne. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare oder auch im Nachgang dann. Ich denke, ihr wisst, wo ihr jeden von uns erreicht und wie ihr jeden von uns erreicht.
Und in der Tat, die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr, sehr vielfältig. Ja, Andreas, Mr. Power Magic. Oh ja. Ich brauche gar nicht überziehen. Das wäre die Demo, die Präsentation. Perfekt. Super. Nicht, dass Alex dich jetzt engagiert, weil du nicht überziehst. Das wäre fatal. Nee, also wie gesagt, vielen Dank. Und ich weiß auch echt, wie viel extrem großen Aufwand es ist, so eine Demo wirklich lauffähig live vorzubereiten. Von der Riesendank auch, wie gesagt, an euch beide, dass ihr euch da so viel Mühe gibt und Zeit investiert, um das hier wirklich auszubauen. Dass es auch live zeigbar ist und nicht nur halt Folien. Ne? Großartig. Gut, dann lass uns mal zum Ende kommen. Wir haben jetzt hier, ich würde jetzt gerne nochmal die Community News reinbringen. Und zwar geht es jetzt. Leider habe ich nicht solche schönen Folien bekommen, wie der Alex immer so hat. Irgendwie habe ich die zugeteilt bekommen. Aber wie auch immer, macht ja gar nichts. Wir holen uns sowieso meistens hier von Michael Greth. Das sind die Community-Updates. Lass uns mal kurz schauen. Wir sind jetzt hier gerade beim 7. Oktober. Das heißt, wir haben natürlich jetzt noch Cloud Couch Rocks. Tommy, magst du dazu was sagen? Ja, gerne. Cloud Couch Rocks ist, da habe ich mit dem Stefan zusammen ja die Cloud Couch Rocks Geschichte. Da haben wir in der Vergangenheit zu der Adventszeit, jetzt zu den letzten 2 Jahren immer einen Power-Advent-Kalender gebaut und dann jeden Tag im Dezember etwas veröffentlicht. Und am Freitags immer zwischen 10 und 11 ist das Power-Atelier. Das ist ein Format, bei dem wir als Hosts, der Stefan und ich, eigentlich gar nichts vorbereiten, sondern einfach nur eine Stunde Sprechstunde haben für jeden, der interessiert ist und der Zeit und Lust hat, sich da einzuklinken. Und es geht da querbeet durch alle Geschichten, die Power-Plattform technisch denn so auftreten. Das Ganze wird nicht aufgezeichnet. Warum nicht? Weil wir vor 2 Wochen zum Beispiel sowas hatten wie zeigt doch mal eure Zeitverwaltungs-App, weil wir einfach wollen, dass die Leute tatsächlich die Apps und das zeigen an Problematiken, die sie tatsächlich im Job oder in ihrer Freizeit, wo auch immer sie mit Power Automate umgehen haben. Und wir wollen da ganz offen drüber reden und heißen da eigentlich auch jeden herzlich willkommen. Eine Stunde Sprechstunde für die Community. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr halt einladend. Ja, da kommen wieder viele Events. Wir haben hier die Nürnberger sind am Start, Bochum, München ist dabei, dann kommt Karlsruhe, dann ist auch Berlin wieder dran, dann sind wir wieder, genau, Microsoft 35 Café. Das organisiert, glaube ich, Raphael, glaube ich, ne? So soweit ich weiß. Ja. Da ist vieles. Dann kommt der November Power Platform Summit. Das ist natürlich auch wieder ein Highlight. Dann kommt die Ignite, Teams Day Online, Knowledge Camp. Das ist auch ein Event, wo ich immer sehr gerne bin. Ich bin jetzt auch durch zum 4., 5. Mal bei den Wissensmanagern unterwegs und lerne da sehr, sehr viel rund um die Methoden, also neue Workshop-Methoden lerne ich da immer sehr, sehr intensiv. Eines meiner Highlights. Dann hab ich hier am 2. Dezember habe ich einen Vortrag über Teams-Migration bei dem Meetup in Berlin. Und dann kommt, da kannst du mal drauf eingehen, Teams Community Day, da bist du auch federführend, Tommy, beim Organisieren. Magst du da noch ein bisschen was zu sagen? Ja, sehr gerne. Ich kann es auch selber noch mal kurz hier größer machen. Nee, zeig mal meinen Bildschirm, ich habe nämlich ein tolles Oder genau, Bild, wenn du schon was, eh schon was da hast, genau, das ist schon als ich das vorbereitet. Danny gemacht, genau. Ja, Team Community Day ist jetzt schon quasi eine Veranstaltung, eine Institution, die wir da geschaffen haben. Das ist der Raphael Kölner und die Jenny und ich, wo wir einen Tag lang mit verschiedenen Städten, eigentlich mit verschiedenen Communities, uns ums Thema Microsoft Teams und alles drumherum kümmern. Als es noch Treffen vor Ort gab, und die gibt es hoffentlich auch bald wieder, hatten wir quasi eine gemeinsame Keynote, dann hat jeder Standort für sich etwas gemacht mit lokalen Sprechern, eben für die Community und am Ende dann eben nochmal ein gemeinsames Verabschieden von allem. Und dieses Jahr, ich finde das total toll, wir haben bis jetzt 20 Standorte, die dabei sind und es sind auch ausländische Standorte dabei wie London oder Madrid. Wow, es wird ja immer größer, also das war schon in den letzten Jahren super. Sagen, cool. Dass es halt so wächst, macht richtig viel Spaß. Das ist auf jeden Fall ganz großartig.
Ja, dann sind wir hier, glaube ich, fast komplett, aber uns fehlen noch zwei Sachen. Der Collapse Summit fehlt auf jeden Fall. Genau, also der Düsseldorf, da freue ich mich riesig drauf, wenn wir uns wieder mal live und in Farbe sehen. Das ist auf jeden Fall eines meiner Highlights im November. Der steht aus irgendeinem Grund halt nicht drauf. Und wichtig auch im November, Sascha Friedrich organisiert jetzt zum dritten oder vierten Mal den AMS Summit im wunderschönen Aachen. Und hat er jetzt auch den Corporate Vice President von Microsoft, Bob Beegin, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, organisiert. Der wird auch wahrscheinlich sogar selber persönlich einfliegen. Und der leitet als CVP Microsoft Studios. Das heißt, das ist der Mensch, der diese Live-Events organisiert für Ignite und so weiter und hat Inspire. Und der wird uns bestimmt ganz viel Spannendes berichten, wie man die hybriden Events der Zukunft macht. Also wie gesagt, Sascha hat da dann keinen besseren Menschen finden können als Bob. Bin super gespannt, was er über die Zukunft des hybriden Events halt berichten weiß. Von daher wieder mal ein Grund, nach Aachen zu fahren. Und die nicht nach Aachen fahren und leckere Printen genießen möchten, niemals Aachen erwähnen ohne Printen, dann macht es auch Sascha online. Gut, dann wären wir, glaube ich, in Sachen Events durch. Dann ich würde gerne noch einen, wenn ich gerne. Zeig noch mal kurz einmal meinen Bildschirm. Ja. Vom 1. bis zum 6. November ist der Deutschland-Powerton da. Den habt ihr auch eben gesehen. Da hieß er noch Deutschland-Power-Summit, glaube ich. Das ist eine Veranstaltung, da wird es eine Woche lang um Themen rund um die Power-Plattform geben. Da haben wir uns heute die Sessions angeguckt und die Planungen gemacht. Also Wahnsinn, was die Leute sich auch immer ausdenken und aus der Community heraus uns zur Verfügung stellen. Und dafür vielen Dank nochmal an alle. Und da haben wir so einen kleinen Call for Sponsoren nämlich noch offen. Wer da Zeit und Lust hat und uns gerne unterstützen möchte, den CO2-Abdruck dieses Powertons zu verringern, der kann gerne mit uns Kontakt aufnehmen und dann einen von den drei Anbietern, die wir hier vorgeschlagen haben, nehmen, um quasi der Umwelt was Gutes zu tun. Deutschland Powerton 2021. Genau, und Sponsoren, schreibt einfach nur eine E-Mail an sponsoren@powerton.de. Genau. Ja, oder wenden sich an. Ich habe auch schon einen Baum gekauft. Viele. Ja. Super. Sehr coole Sache. Ja. Sehr, sehr schön. Dann sind wir am Ende und ich habe leider. Ich habe leider keinen Zugriff auf dieses Gewinnspiel-Auslosung. Das macht also Alex immer selber. Der hat so eine App sich da halt entwickelt, wo dann mit einem random Zufallsgenerator die Gewinnspiel-Sieger dann aussucht. Ich habe die App leider nicht im Zugriff. Von daher, wir schicken euch auf jeden Fall das Buch dann wahrscheinlich dann digital zu. Es wird ein Kindle-digitales Buch werden. Aber die Gewinner oder die Gewinnerin kann ich leider nicht einsehen. Das holen wir dann halt nach. Von daher, das sei mir heute hoffentlich zu entschuldigen. Großer letzter Wunsch. Wir brauchen natürlich immer wieder ganz tolle Gäste, Gästinnen, Zuschauer, Interviewgäste. Würde uns sehr freuen, wenn ihr euch einfach bei uns melden würdet, wenn ihr ein spannendes Thema habt. Gerne auch mal kundenseitig. Wir haben natürlich jetzt in den letzten Wochen sehr viele Dienstleister gehabt und Systemmigratoren und ISVs. Gerne auch mal kundenseitig melden. Wir freuen uns auch sehr über Damen, die etwas halt beitragen können, entweder als Interviewgast oder hier auch mit einer Live-Demo. Von daher, wir sind uns dessen völlig bewusst, dass wir heute wieder einen hohen Herren-Männeranteil hatten. Das wissen wir auch, aber wir freuen uns deshalb umso mehr, wenn wir mal hier weiblichen Besuch bekommen. Ja, damit wäre ich am Ende. Habt ihr noch irgendwelche letzten abschließenden Worte? Satelliteninternet reicht nicht. Es ist nicht performant genug. Okay, richtig, genau. Aber hoffentlich hast du trotzdem jetzt einen sicheren Trip von Göteborg in deinen Heimathafen Kiel. Wann wirst du morgen früh in Kiel sein? Morgen früh um 8:45 sollen wir anlegen. Okay, alles klar. Sehr gut. Dann danke ich euch allen recht herzlich. Ich freue mich wieder sehr auf die nächste Sendung. Und, oh, da kommt ein, oh, Birgit, ich hätte mal auch gerne halt dabei, von daher schreib uns einfach mal an. Würde mich halt sehr freuen, wenn wir dich auf der Bühne haben. Anders gibt es natürlich auch eben so für Antje, du bist immer gern gesehen und natürlich auch Angela, von daher, wir haben tolle Frauen hier bei den Zuschauerinnen und die müssen wir wirklich mal gerne auf die Bühne bringen.
Vielen Dank auch für die Komplimente von Oliver, von Sascha. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Nächste Woche bin ich dann in Spanien. Schalte von da aus zu. Von daher, vielleicht geht es mir ähnlich wie heute, wie Andreas. Und habe auch Performance-Schwierigkeiten im Netz. Mal gucken, wie der nächste Abend wird. Aber macht es gut und bis nächsten Donnerstag. Ciao. Kommt gut heim. Danke. Ciao. Passt auf euch auf. Tschüss.